Also einmal ganz vielen Dank, Sonja, für die Überleitung. Und genau, wir werden uns jetzt in den kommenden 20, 25 Minuten noch einmal gedanklich zurück in das Sommersemester bewegen. Wir haben Mitte des Sommersemesters seitens des ILI eine Lehrendenbefragung durchgeführt unter denjenigen Lehrenden, die in verschiedenen Kontexten mit dem ILI Kontakt hatten, also zum Beispiel in Quiz Digitalisierung, aber auch in dem Ad-Hoc-Programm Schnell Digital, und haben dort fast 400 Personen anschreiben können, was in sich auch schon eine schöne Zahl ist, weil das einfach bedeutet, dass da sehr viel Interesse gewesen ist in vorherigen Jahren und auch kurzfristiges Interesse gewesen ist, Supportleistung für digitale Lehre einzufordern und anzunehmen. Und einige Ergebnisse, die jetzt im ersten Teil kommen werden, sind denjenigen vielleicht schon bekannt, die auch an dem ILI Coffee Talk Ende Juli teilgenommen haben. Und im weiteren Verlauf werden wir dann noch auf zwei weitere Punkte eingehen, die wir jetzt in den vergangenen Monaten uns noch verschärft angeschaut haben. Und vielleicht auch hier noch einmal als Kontext, weil das ist tatsächlich wichtig für alles, was im Kontext oder im Zusammenhang von diesem Emergency Remote Teaching behandelt wird, ist, dass es ja einfach eine ganz besondere Situation gewesen ist, die nicht nur Menschen betroffen haben in ihrer Eigenschaft als Studierende oder Lehrende an Hochschulen, sondern ja auch immer wirklich bedeutet hat, das ganze Leben eigentlich innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf zu stellen und ganz anders organisieren zu müssen. Und für den Bereich der Hochschule oder der Hochschullehre bedeutet es hier einfach grundsätzlich, dass stark abgewichen werden musste von eigentlich didaktischen Konzeptionen, langfristig geplanten Formaten, dem vorsichtigen Ausprobieren, Nachjustieren, Neusteuern, der Integration von digitalen Elementen in die Lehre, sondern das war wirklich die Situation zu sagen, okay, es gibt jetzt eine bestimmte Anzahl an Wochen und innerhalb dieser Wochen müssen eigentlich alle Lehrangebote komplett digital angeboten werden, um das Sommersemester zu stemmen. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten für all das, was dann an Aktivitäten gefolgt ist. Und wir haben uns in unserer Studie unter anderem damit beschäftigt, nachzufragen, welche Erfahrungen FAU-Lehrende in diesem Sommersemester gemacht haben und auch grundsätzliche Erfahrungen mit digitaler Lehre gemacht haben, was sie für digitale Elemente eingesetzt haben und vor allen Dingen auch, welche Rahmenbedingungen in den Augen Lehrender weiter Bedarf ist für digitale Lehre. Wir werden jetzt im ersten Teil noch einmal ganz kurz die grundsätzlichen Ergebnisse uns anschauen, um einfach noch den Eindruck zu geben, wen haben wir befragt, welche Personen waren das, was tun sie so, und schauen dann noch mal ganz genau auf eine Gruppe, die eigentlich sehr spannend ist oder noch mal besonders spannend ist. Und zwar sind es diejenigen Lehrenden, die angegeben haben, dass sie eigentlich noch keine Erfahrung, also 0 Jahre Erfahrung mit digitaler Lehre haben und die alle im Kontext von Schnell Digital Förderung oder Support erhalten haben. Also wirklich eine Gruppe, die jetzt nicht nur zum ersten Mal wirklich stark in digitale Lehre einsteigt, sondern das auch unter diesen ganz besonderen Voraussetzungen oder Bedingungen getan hat. Und im letzten Punkt, wie gesagt, einmal Rahmenbedingungen und Perspektiven. Der schließt eigentlich auch sehr schön an das, was Claudia Schmidt schon gesagt hat, also Themen, was kommt im Wintersemester, Thema Interaktion, Thema Weiterentwicklung. Das wird also der letzte Punkt oder das letzte Thema in dieser Präsentation sein. Genau, wer hat teilgenommen in unserer Umfrage? Das ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass wir ein großes Spektrum an akademischen Lehrpositionen, Positionen einfangen konnten. Und zwar sind es einmal relativ gleich aufgeteilt die wissenschaftlichen Mitarbeiter, sehr viele Professoren auch und auch akademische Räte und Lehrbeauftragte für besondere Aufgaben und andere Positionen hier mit Lehrer an der FAU. Verteilt über die Fakultäten auch recht gleichmäßig mit einem Überhang der philosophischen Fakultät, was aber auch daran liegt, dass das eigentlich die zahlenmäßig größte Fakultät ist, von daher jetzt nicht unbedingt überraschend. Genau. Deutlich wurde auch, dass ein großer Teil der Personen, die jetzt in unserer Befragung geantwortet haben oder von denen wir vollständige Fragebögen haben, das sind Personen, die auch in Schnell Digital unterstützt worden sind, was vielleicht auch damit zu erklären ist, dass da einfach das, die Verbindung zu diesem Fragebogen und zu den Fragen, die wir gestellt haben, vielleicht noch besonders deutlich gewesen ist. Es war aber auch schön zu sehen, dass wir viele oder noch einige Lehrende dabei haben, die schon vorher Kontakt mit dem ILI hatten im Kontext digitaler Lehre, also im Kontext von Quiz-Digitalisierung, und auch einige Personen dabei sind, die sowohl in Quiz-Digitalisierung als auch in Schnell-Digital Support und Unterstützung vom ILI erhalten haben. Wir haben die Lehrerfahrung abgefragt, die digitale Lehrerfahrung, und hier zeigt sich eigentlich nicht unbedingt ein Kontrast, aber es ist schon so auffällig, dass wir sehr, sehr viele Personen dabei haben, die schon sehr lange Lehrerfahrung haben, also 24 Personen mit über 20 Jahren Lehrerfahrung und auch noch sehr große Präsenzlehre, während hingegen sich dann gezeigt hat, und es liegt teilweise auch in der Natur der Dinge, dass digitale Lehre einfach noch nicht so lange möglich ist wie Präsenzlehre,
dass hier viele Personen, also fast die Hälfte auch angegeben hat, dass sie wirklich noch keine Erfahrung mit digitaler Lehre gesammelt hat und andere Personen dann wiederum 1 bis 3 Jahre, 4 bis 7 Jahre, also auch entsprechend dessen, wie sich die Möglichkeiten überhaupt das Bestehen digitaler Lehre in den letzten Jahren gewandelt und gesteigert hat. Ganz kurz auch abgefragt, die Veranstaltungsform für die lehrende Unterstützung, die das ILI gesucht haben, und zwar sind es hier einmal die Top 5. Es gab auch wirklich ein ganz buntes Potpourri an Veranstaltungen und Formaten, die unterstützt worden sind. Aber hier ganz klassisch auch die Vorlesung, das Seminar, die Übung, ein Punkt Sonstige und das Praktikum. Also hier wirklich schon ja, nicht unbedingt überraschend, dass es halt die klassischen universitären Veranstaltungsformate sind, aber doch nochmal als Eindruck, dass Vorlesung und Seminar eigentlich die Veranstaltungen sind, die am häufigsten unterstützt worden sind. Der Support, der eingeholt wurde, ist ganz interessant hier zu sehen, dass es vielfach um Finanzmittel ging, also sowohl für Hilfskräfte als auch für die Anschaffung von Equipment. Also ganz klar, wenn man bestimmte Formate umsetzen möchte, braucht man Unterstützung als Lehrender, sei es durch Personen, also durch Hilfskräfte oder auch tatsächlich, um einfach erstmal ein bestimmtes Equipment zu haben, um manche Sachen realisieren zu können. Und es wird dann auch deutlich, dass auch die quasi die Hardware und die Personenpower, die da ist, dann auch unterstützt wird oder Hand in Hand geht mit Beratungsangeboten. Also einerseits, wie konzipiere ich eine Veranstaltung unter Einsatz digitaler Medien und dann aber auch, wie setze ich sie um. Auch andere Angebote, die an der FAU bestehen, wurden wahrgenommen. Aber man kann schon sagen, dass diese 4 Punkte eigentlich diejenigen sind, von denen die meisten Lehrenden in unserer Befragung profitiert haben. Und wir haben uns auch einmal oder haben noch nachgefragt, was grundsätzlich Erfahrungen mit digitaler Lehre sind. Wir haben hier bestimmte Antworten vorgegeben und hier ist auch ganz fragten Lehrenden hier durchaus schon technische Elemente umgesetzt haben, wenn es um digitale Lehre geht. Sie haben auch digitale Lehrangebote betreut und entwickelt, wo es eine geringere Anzahl von Lehrenden angibt, die es schon von sich behaupten zu können, ist eigentlich die so ein bisschen, wenn man so möchte, die theoretische Grundlage. Also es gibt Praktiker digitaler Lehre, die aber selber noch gar nicht unbedingt so viele Weiterbildungen besucht haben zum Thema oder auch didaktische Konzepte vielleicht schon unbewusst einsetzen, aber fragen, okay, ist es jetzt ein Blended Learning Szenario, ist es ein Flipped Learning Szenario, sondern ist es vielleicht tatsächlich auch so, dass die Praxis da einfach schon ganz viel vorgibt, was Personen durchführen. Und das ist hier oder zeigt sich hier ein wenig in den Zahlen. Ebenso deutlich wurde, wir haben das hier mit Beispielveranstaltungen gemacht, also dass wir darum gebeten haben, dass eine Lehrveranstaltung oder die erste Lehrveranstaltung ausgewählt wird, für die durch das ILI Unterstützung eingeholt worden ist und dann einmal aufgeführt wird, welche digitalen Elemente dort eingesetzt worden sind. Es waren möglich, Mehrfachnennungen zu machen. Und hier wird auch deutlich, dass unter den vorgegebenen oder angebotenen Tools, Werkzeugen, Plugins in StudOn eigentlich die ganze Bandbreite genutzt wird. Das ist sehr schön. Also hier auch die Möglichkeit zu Mehrfachnennungen, also dass man durchaus auch in einer Veranstaltung sehr viele Elemente benutzen kann. Und was aber auch deutlich wird, dass diejenigen, die in dieser beispielhaften ersten Lehrveranstaltung aufgeführt worden sind, dass wenn man hier schaut, dass es zwar das Forum ist, also was in den Bereich Kommunikation, Organisation geht, eigentlich dasjenige Tool ist, was am häufigsten benutzt worden ist, sind es dann zum Beispiel aber auch Lehrveranstaltungsskripte, Literatur, vertonte Präsentationen, also eigentlich eher Werkzeuge, die der Inhaltsvermittlung dienen. Das schließt sich jetzt nicht unbedingt aus, also Inhalte müssen ja auch in erster Linie vermittelt werden, aber das ist schon nochmal ganz interessant, dass das halt wirklich in dieser Form von den Lehrenden die Tools sind, die am häufigsten mitgenutzt werden und die sich halt auf den Vermittlungsaspekt beziehen. Und bei der Frage, wo sehen Sie Chancen für die digitale Lehre durch Corona, haben wir hier einige Blitzlichter eingefangen, die einige Punkte ganz gut illustrieren. Und zwar wird hier einmal in dem ersten Zitat deutlich, das waren jetzt offene Fragen, dass hier jemand gesagt hat, lernen für die Zukunft und Übernahme geeigneter Elemente in die Zeit der Präsenzlehre. Also diese Äußerung ist eigentlich ganz schön einzufügen in die grundsätzliche Diskussion Lehre nur online oder Lehre nur Präsenz. Also es ist wieder dieses Argument, was Claudia Schmidt auch sagte, das Beste aus beiden Welten. Also da an der Stelle zu schauen, was kann man aus dem Online-Lernen in die Präsenzlehre übernehmen, was braucht es, um eigentlich beide Lehr-Lernformen gut aufeinander abzustimmen.
Und hier hat jemand dann noch gesagt, ich habe die Vorzüge und alle Möglichkeiten besser kennengelernt. Ich würde gerne mehr online in Zukunft weitermachen und werde das auch. Also eher so die Tatsache, auch nicht nur unbedingt in didaktischen Konzepten zu denken, sondern auch an dem eigenen Lernprozess. Also zu sagen, okay, Corona hat jetzt trotz all der schlechten Seiten, die sicherlich auch damit einhergegangen sind, für mich die Möglichkeit gegeben zu erkennen, ah, okay, es hat auch Vorteile, manche Sachen online zu machen und ich möchte das gerne so weitermachen. Und das dritte Zitat ist eigentlich auch sehr interessant. Hier wird gesagt, vieles von dem, was mit heißer Nadel gestrickt angeboten wurde, hat sich jetzt gar nicht so schlecht herausgestellt und wird auch nach der Pandemie erhalten bleiben. Ein erzwungener Sprung ins kalte digitale Wasser, aber die Lehre wird gestärkt daraus hervorgehen. Also auch dieser Gedanke, dass Lehre auch weiterentwickelt werden kann, dass jetzt auch trotz der Situation, dass viele wirklich mit viel Einsatz innerhalb kürzester Zeit auch tatsächlich nicht immer darauf achten konnten, dass alles so perfekt ist, wie man es vielleicht mit dem eigenen professionellen Anspruch sonst machen würde. Es hat funktioniert. Und auch Sachen, die jetzt erstmal entwickelt worden sind, die weiterentwickelt worden sind, werden später weiter genutzt werden können. Und es ist tatsächlich auch so dieses, dass auch ja Institutionen, nicht nur die FAU, sondern eigentlich alle Universitäten, die sich jetzt mit dem Thema haben beschäftigen müssen, gezeigt haben, okay, das geht irgendwie. Also man kann es auch als Institution schaffen, innerhalb kurzer Zeit Angebote so zu generieren, dass auf denen später aufgebaut werden kann. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Corona eben gerade auf der Tatsache geschuldet, dass es eine Pandemie ist, dass es für niemanden in der Gesamtschau eine schöne Situation gewesen ist und auch weiterhin nicht sich abzeichnet, dass sich das jetzt kurzfristig bessern wird. Es sind hier auch einige Punkte aufgeführt, die auch sehr wichtig sind zu beachten. Und zwar einmal, das Menschliche fehlt, das Digitale bordet über an seinen Möglichkeiten, man verläuft sich. Also das ist jetzt sicherlich, und noch einmal zurückkehrend, wir haben das in der Mitte des Sommersemesters gefragt, das ist sicherlich ein Punkt, der auch nochmal ganz wichtig zu beachten ist, der vielleicht auch in didaktischer Hinsicht wieder auf das Thema der Interaktion, der Kollaboration, der Kommunikation abzielt, aber wo auch deutlich wird, um sich wirklich auch ja, physisch begegnen zu können und nicht immer nur getrennt mediiert zwischen durch einen Bildschirm. Das ist an der Stelle sicherlich auch ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass es auch eine Herausforderung gewesen ist, menschlicher Art und auch lehrbezogene Art. Und hier auch wieder der Punkt, wenn möglich, Blended Learning, das Beste aus beiden Welten, das zeichnet sich ab und das hat sich auch an verschiedenen Stellen der Befragung abgezeichnet, dass viele Lehrende digitale Angebote, Online-Angebote als sehr hilfreich empfinden, solange immer auch gesichert ist, dass der Kontakt zu den Studierenden nicht abreißt, dass man diesen Kontakt aufrechterhalten kann und dass das Digitale eben nicht überbordet, im besten Falle. Und ein Zitat, das, denke ich, muss auch ganz, ganz stark in den Kontext der Pandemie gestellt werden und an die ja wirklich großen Herausforderungen, die in den ersten Monaten geherrscht haben. Ein Tag hat nur 24 Stunden, die wissenschaftlichen Mitarbeitenden können nicht alles perfekt digitalisieren und nebenher perfekt alle ihre anderen Aufgaben gerecht werden. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der sich auch in der Befragung durchgezeigt hat und der auch an anderer Stelle stark diskutiert wird, dass einmal grundsätzlich für die Konzeption und für die Gestaltung digitaler Lehre in den ersten Durchgängen oder beim Aufsetzen digitaler Angebote eigentlich immer mit einem erhöhten Zeitaufwand zu rechnen ist, der sich im besten Falle über die Jahre dann ein bisschen einlevelt und man quasi dann Nachzieheffekte hat, die sich dann unterstützend auswirken können. Aber jetzt gerade im Kontext der Pandemie ist das natürlich was, und ich glaube, da kann jeder auch entweder auf seinen Arbeitstag schauen, auf seinen Lehralltag schauen, dass das was ist, was sehr deutlich geworden ist, dass in diesem Semester alle Personen, die mit Lehre zu tun hatten, an Universitäten hier ganz großen Herausforderungen gegenübergestanden haben. Und von daher ist es auch so, dass dieses Zitat, auch das jetzt auch sehr drastisch ist, das aber eigentlich sehr gut illustriert und gleichzeitig auch nochmal deutlich macht, wieder diesen Fokus auf Emergency Remote Teaching richtet, dass das eigentlich was ist, was in einem ja, gemäßigteren Umfeld integrieren kann und auch einfach mal Job machen kann, nochmal zurückgehen kann und halt nicht diesen Zeitdruck hat und nicht diese absolute Verpflichtung, das ganz schnell zu machen, das an der Stelle natürlich noch wieder relativiert werden würde. Aber für diesen Kontext der Pandemie ist das sicherlich eine Aussage, die auf viele Personen zutrifft, die jetzt mit Lehre zu tun haben. Wenn wir jetzt einmal schauen auf die Neueinsteigerin in die digitale Lehre, also die wirklich jetzt als Emergency Remote Teachers angefangen haben, die nicht
zwingend die Möglichkeit hatten, wie andere sich jetzt jahrelang ein bisschen darauf vorzubereiten, mit kleineren Angeboten, mit kleineren Möglichkeiten und den Austausch oder diese Planung einfach viel stärker berücksichtigen konnten. Das ist jetzt ein kleines Sample aus diesen 88 Lehrenden, die uns geantwortet haben. Und das sind jetzt hier es sind nur 29 Personen, also all diejenigen, die angegeben haben, null Jahre Erfahrung mit digitaler Lehre und Support durch schnell digital. Also nochmal nicht die 39, die ich anfangs angesprochen hatte, sondern wirklich nochmal runtergebrochen auf auf 29. Und wir haben hier gefragt, was die zentralen Lernerfahrungen sind. Also das haben wir so die zentralen Lernerfahrungen jetzt während der digitalen Lehre, während des digitalen Semesters. Und hier lassen sich drei größere Kategorien ableiten. Und zwar ist es hier einmal die Herausforderung für Beziehungen und Interaktionen, also etwas, was so an der Schwelle steht zwischen von Mensch zu Mensch und didaktischen Prinzipien. Und hier wurde dann auch in den einzelnen Antworten, lässt sich das runterbrechen auf wenig Rückmeldung von Studierenden, persönlicher Kontakt kann nicht ersetzt werden und geringe persönliche Interaktion. Also trotz der Tatsache, dass die interaktiven Tools, wie Claudia Schmidt das vorhin auch gezeigt hat, sehr stark eingesetzt worden sind, nachgefragt worden sind, zeigt sich hier immer noch, dass eigentlich das Gefühl in den Lernenden ist, okay, da geht noch mehr. Also man kann noch mehr interagieren, man kann noch mehr diesen persönlichen Kontakt aufsetzen. Und dass dieses Thema Interaktion, denke ich, das wird auf der Tagesordnung bleiben. Und zeigt sich dann wiederum auch, bei dem Punkt der Gestaltung von Lehrveranstaltungen, dass Online-Lehre oder digitale Kurse hier die Möglichkeit haben, dass man den Kurs gut organisieren und strukturieren kann. Das kann man tatsächlich, wenn er vorher angelegt ist, weiß man ganz genau, was in den einzelnen Wochen kommt, wie man Sachen aufbereitet, wie man auch Aufgaben takten kann. Dann stellte sich raus, dass Videos gut angenommen werden und das ist aber auch das Bedürfnis ist, didaktische Reduktion, zeitliche Reduktion, also hier tatsächlich auch vielleicht in anderen Dimensionen zu denken als in der Präsenzlehre. Und als dritter Punkt haben wir identifizieren können die persönliche Lehrerfahrung, also jetzt unabhängig von dem Kurskontext oder von dem Lehrkontext, einfach hier nochmal das Thema hoher Aufwand, also sowohl zeitlicher als auch persönliche Ressourcen, die insgesamt in digitale Lehre reinfließen. Dann wurde auch deutlich, die eigene Fähigkeit in diesem, ich kann das besser, als ich dachte. Das war ein Zitat, das war eigentlich sehr schön. Dann tatsächlich auch, wie gehe ich mit einzelnen digitalen Elementen um, also vielleicht eine technische Art, könnte man sagen, ein eigener Lerneffekt und tatsächlich auch, dass digitale Lehre anstrengend sein kann. Also das ist jetzt so ein Eindruck von denjenigen Personen, die gesagt haben, dass sie wirklich mit null Erfahrung in digitaler Lehre und Unterstützung in schnell digital in dieses Semester gestiegen sind. Dann hatten wir eine weitere Frage auch an diese Gruppe gestellt, oder beziehungsweise auch an alle Gruppen gestellt, aber wir haben jetzt hier für die Neueinsteiger sozusagen für dieses Thema nochmal aufbereitet. Und hier wird auch nochmal deutlich, wie sich diese Personengruppe Interaktion oder Aktivierung nochmal genauer vorstellt. Und wenn man jetzt hier schaut auf die oder was gewünscht wird oder was sie auch an sich als eigenen Anspruch gestellt haben, wäre hier zum Beispiel mehr Live-Veranstaltungen als Webinar, da mehr Interaktion mit Studenten und geringer Aufwand, durchaus auch ein legitimes Argument. Dann das Thema interaktive Videos einbinden, Breakout-Sessions in Zoom, mehr interaktive Elemente einbauen, um eine persönliche Note zu stärken und größerer Anteil in Sitzungen mit kleinen Gruppen. Also dieser Wunsch, und ich finde, das wird hier auch nochmal ganz deutlich, tatsächlich auch zu den Studierenden, zu den Kursteilnehmenden in Beziehung zu treten und sie zu aktivieren, also wirklich sicherzustellen, dass Studierende mit dabei sind. Also diese Distanz, die man einfach hat, jetzt in der digitalen Lehre, die irgendwie zu überwinden. Das ist tatsächlich was diese Gruppe, die jetzt auch neu eingestiegen ist in diese Formate, für sich, ein größerer Teil von ihnen festgelegt hat, dass das das ist, was sie gerne in zukünftigen Durchgängen erweitern und bedenken möchten. Und ich muss an dieser Stelle auch einmal ganz kurz die Möglichkeit für einen Mini-Werbeblock nutzen, nämlich für diesen Artikel, der hier unten auf der Folie aufgeführt ist. Der ist total spannend. Da werden nochmal Videokonferenzsysteme miteinander verglichen. Der ist jetzt auch gerade neu rausgekommen. Also es ist tatsächlich ja auch so, dass hier an der FAU auch Zoom im Einsatz ist. Ich glaube auch Teams teilweise. Also das ist nochmal ein ganz interessanter Ansatz oder ein interessanter Artikel, wo solche Systeme nochmal evaluiert und betrachtet werden. Also das musste ich jetzt einmal kurz einspielen. Genau. Und dann auch hinsichtlich einmal der Perspektiven,
die Perspektive und Rahmenbedingungen hier an der FAU, auch vielleicht gerade schon hinsichtlich des Wintersemesters, aber auch unter dem Gedanken, dass die Pandemie, das zeigt sich ja gerade sehr deutlich, nicht weg ist und auch noch länger da bleiben wird. Also tatsächlich die Frage zu stellen, verbessern wollen würden oder wo sehen Sie nochmal Bedarfe? Das ist jetzt hier auch die Aufnahme quasi aus dem Sommersemester, wo deutlich wird, dass sich verschiedene Kategorien identifizieren lassen. Das sind einmal solche Themen wie Hard- und Software. Also hier wurde ganz deutlich eine verbesserte Ausstattung mit Hardware, ganz unterschiedlicher Art. Dann auch das Thema Personalfinanzierung, wo auch deutlich wird, dass auch Supportleistungen, hier wurde jetzt gesprochen von den dezentralen E-Learning-Stellen, dass Stellen für digitale Lehrer in den Fachbereichen wünschenswert wären. Also dass tatsächlich einfach Personen da sein müssten im besten Falle, die digitale Lehre unterstützen. Und bei dem Thema Services für digitale Lehre, da ist ein ganz bunter Strauß eigentlich aufgetaucht. Einmal der allgemeine und didaktische Support, also die Möglichkeit, einfach Personen ansprechen zu können, wenn man beispielsweise technische Probleme hat, dass man ja auf Hotlines zurückgreifen kann, dass man Beratung bekommt, wie man Konzepte umsetzt. Dann aber auch Themen wie Zugang zu digitaler Literatur, die Lehrevaluation auf digitale Lehre anpassen, einheitliche Systeme, verlässliche Informationen, also im Grunde genommen auch ein Potpourri im Moment noch an Dingen, die eigentlich alle unter dem Thema Service zusammengefasst werden können. Dann wurde noch speziell auch auf Stud-on in einigen Punkten eingegangen, solche Themen wie englische Anleitung für Stud-on, das Thema digitale Prüfung ist auch im Sommersemester schon aufgetaucht und teilweise auch Anpassungswünsche bei Stud-on, also beispielsweise Tools, die eine besondere Flexibilität noch ermöglichen oder auch auf einzelne Fächer zugeschnitten sind. Und schließlich der Punkt Regelung und Rechtssicherheit, also das Thema rechtliche Rahmenbedingungen. Das ist ja tatsächlich auch was, was jetzt nicht nur mit Corona an die Universitäten gekommen ist. Also wie verhält man sich mit dem Hochladen von Literatur? Das ist ja ein Dauerbrenner schon seit Jahren. Was sind da jetzt finale Regelungen? Solche Themen. Dann Zoom-Etikette, Würdigung von digitaler Lehre, also durchaus auch in Form von Lehrpreisen, Anerkennung, die Aufnahme in Lehren Prüfungsordnung und departmentweite Regelung. Also das sind jetzt natürlich auch so, das kann man hier auch sehen, Äußerungen, die vielleicht auch nur von einer Person oder von zwei Personen getätigt worden sind, aber in der Summe ist es so, dass man bei einigen Themen, also zum Beispiel bei der Ausstattung mit Hardware, aber auch dem Support, bei den rechtlichen Rahmenbedingungen, dass man da schon sehen kann, dass es Themen sind, die eine größere Gruppe dann auch bewegt. Und dann haben wir uns auch noch einmal angeschaut, auch schließt sich auch perfekt dann an Claudias Vortrag vorher, also was Neues ausprobieren. Da ist es auch so, dass im Semester, und das kann man auch verstehen, dass ja auch gerade in diesem Sommersemester vielleicht noch gar nicht daran gedacht wurde, zu sagen, ich möchte noch wieder was Neues ausprobieren, ich mache gerade genug Neues, aber dass das schon ein Thema ist, was Lehrende hier an der FAU noch Neues machen wollen. Da haben einige auch gesagt, sie wollen jetzt erstmal nichts Neues ausprobieren, auch aus den verschiedensten Gründen. Einige waren sich in der Mitte des Sommersemesters noch unsicher, was sie da mal so tun und machen wollen würden. Und dann gab es eine größere Gruppe oder mehrere Äußerungen, die sich darauf bezogen haben, tatsächlich ganz konkret mit neuen Tools zu arbeiten, also auszuprobieren, was sie bisher noch nicht ausprobiert haben. Speziell wurde auch einige Mal auf den Einsatz von Videos Bezug genommen. Das Thema E-Prüfung hat auch wieder eine Rolle gespielt. Und schließlich war wirklich das größere Thema, auch zu sagen, okay, welche didaktischen Formate und Ansätze kann ich noch ausprobieren? Auch wieder das Thema Interaktion, also das, wie gesagt, das zieht sich als roter Faden durch ganz, ganz viele Punkte durch. Dann aber auch zu schauen, okay, Lehr-Lern-Ansätze, oftmals wurde genannt Flipped Classroom oder Blended Learning-Ansätze, also hier auch zu schauen, wie Kurse noch weiter gestaltet werden können. Also sowohl eine kontinuierliche Arbeit, bestimmte Tools einzusetzen, aber die dabei auch in durchdachte Ansätze einzubinden. Und was eigentlich ganz schön ist, und ich denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen hoffnungsleitend, in der Hoffnung darauf, dass wir bald in irgendeiner Form auch wieder vermehrt in die Präsenzlehre zurückkehren können, dass wir auch vertiefende Interviews noch geführt haben mit einigen Lehrenden hier an der FAU. Und auf die Frage, was denken Sie, wie wird universitäre Lehre in Zukunft aussehen, war einhellig die Meinung in verschiedenen Worten ausgedrückt, also dass universitäre Lehre Zukunft blendet sein wird.
also ganz unterschiedlich hergeleitet, mit unterschiedlichen Motiven. Einmal hier der Gedanke, nachhaltig, qualitativ wertvoller, weil Studierende noch stärker in ihrem eigenen Tempo lernen können und gleichzeitig der Präsenzkontext gewahrt ist. Dann hier das Thema, viele wichtige Tools einzusetzen, die Dinge abdecken, für die man nicht wirklich 2 Stunden im Hörsaal stehen muss. Also auch so eine praktische Komponente dabei. Aber es wurde wirklich ganz deutlich, dass die Lehrenden, mit denen wir gesprochen haben und die eigentlich auch alle schon in der Summe längere Erfahrung mit digitaler Lehre haben, dass sich das für diese Gruppe abgezeichnet hat, zu sagen, okay, es wird zukünftig, aus welchen Gründen auch immer, darauf hinauslaufen, dass man sowohl Präsenzformate hat, die halt aber auch mit Online-Formaten angereichert sind. Und mit dem Schlusswort oder mit der Schlusshoffnung zu sagen, okay, hoffentlich ist auch bald wieder so viel Präsenz, dass man auch von Blended Learning im Sinne von Präsenz und Online sprechen kann, würde ich jetzt hier gerne schließen und gebe zurück einmal an Sonja Hetzner. Vielen Dank.